So, kannst du kurz im Chat schalten, bitte fest? Ich bin nur sein, aber der ist Siehst du da im Chat, ne? Also. Gut, dann herzlich willkommen. Schönen guten Morgen zu unserem heutigen Webinar Entwurfsmuster in ABAP. Ich bin der Tommy Biegel, neben mir mein Kollege Johann Fürstleitner. Wir wollen euch heute kurz was erzählen über Entwurfsmuster generell oder Code Patterns generell und auch Verwendung oder Anwendung in ABAP. Dazu übergebe ich jetzt an den Föst, der euch da kurz das theoretische Einleitung geben wird. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass so viele Leute offensichtlich auf dem Fenstertag, zumindest wie Österreich, mal am Fenstertag und gestern Feiertag gehabt, was du getäuscht war, Feiertag war jedenfalls, dass auch so viele Teilnehmer dann da waren, weil wir waren uns am Abend schon nicht sicher, ob das ein guter Termin war. Aber super. So, es wird in etwa, glaube ich, eine halbe bis dreiviertel Stunden dauern. Wir wissen nicht genau, muss ich ehrlich sagen, wie so oft. Wir haben in etwa 35, 40 Slides vorbereitet und einige Beispiele. Wir wollen euch das natürlich auch live an unserem System zeigen, das geht ja auch. Das ist ja immer auch die Idee unserer Webinare, wir wollen was in der Praxis auch zeigen, nicht nur theoretisch. Wobei man sagen muss, bei Code-Patterns ist sehr viel Theorie. So, okay. Ich hoffe, dass mein Ton auch passt. Wenn irgendwas nicht passt, bitte schreibt das in den Chat rein, dann würde man das ein bisschen mit beobachten natürlich und dann versuchen, den Ton zu optimieren. Zuerst die Dominik, wie du hast dich kurz vorgestellt, gehen wir gleich weiter, glaube ich. Das bin ich, ja, auch, gehen wir auch gleich weiter. So, worum geht es heute? Das erste, ich habe zuerst vorweg zwei, drei Themen, die mit dem Webinar zu tun haben oder mit dem Thema zu tun haben, das kommt als erstes. Dann möchte ich ganz kurz ein paar Sätze verlieren zum Thema Kopplung, Kohäsion und Clean Code Principles. Das ist nämlich sehr eng damit verbunden und das muss man aber vorher, glaube ich, oder finde ich, kurz erklären. Dann machen wir eine kurze Einführung in die Entwurfsmuster. Vielleicht gleich mal vorweg, ich verwende heute die deutschen Begriffe. Die meisten kennen es wahrscheinlich unter Design Patterns. Und wir bleiben jetzt, glaube ich, in dem Fall jetzt bei den deutschen Begriffen. Was denn, ich glaube, ich werde sicher oft in Patterns, Code-Patterns oder Design-Patterns zurückfallen. Es ist man alles das Gleiche und es sind ziemlich ähnliche Sachen. Und es ist das meiste rein ziemlich theoretisch, damit ist es fast egal, wie man es nennt. Aber ich werde es auf den folgenden Entwurfsmuster sehen. Ich habe gestern überlegt, ob ich das auf Design Patterns und auf die englischen Begriffe umändere, die Absätze zu lassen. Zumal auch mein Sohn gestern krank geworden ist und die eigentlich dann die Bereinigung der Slides abbrechen müssen. Deswegen ist da sicher ein paar Fehler drin. Dann gehen wir ein bisschen näher in die Entwurfsmuster rein. Es gibt drei Kategorien, die möchte ich noch ganz kurz erklären und dann möchte ich auch die Elemente eines Entwurfsmusters beschreiben. Dann kommen wir zum Eigentlichen, nämlich zu den Beispielen. Wir wollen auch dann drei, beziehungsweise vier Beispiele, wenn es geht, herzeigen, wie man so ein Code-Pattern in der Praxis im SOP anwenden kann. Das ist eigentlich das, was der Dominik vorbereitet hat. Wir haben drei bis vier Beispiele, je nachdem, wie viel Zeit man hat. Ja, und da gibt es noch am Schluss eine kurze Zusammenfassung, ein Fazit, eine Empfehlung von unserer Seite. Und vielleicht gibt es dann Fragen, vielleicht haben wir noch die Zeit. Also wir hätten bis 11 in etwa Zeit. Wir können es ja noch gerne bereit, natürlich auch auf Fragen einzugehen. Ja, das war's. Ich hoffe, jetzt ist es da. Passt. Das ist ein kurzer Rückblick, weil wir es gestern bewusst haben, wir machen jetzt genau seit circa 3 Jahren unsere Webinare, das heißt, vor 3 Jahren begonnen, und haben im Schnitt eigentlich immer so 30 bis 35 Teilnehmer gesehen. Das meiste ist aber 50 gewesen. Ist auch klar, weil wir um den mehr als 50 eigentlich derzeit immer zulassen oder registrieren. Okay, das kann man natürlich auch nicht ersetzen, aber das passt eigentlich. In Summe haben wir bis jetzt schon 674 Slides gezeichnet zu den verschiedensten Wir, Themen. wir, wir. Wir, ja. Und eines ist immer das Gleiche, und das muss ich auch sagen, unser Fokus liegt immer im ABAP eigentlich. Es geht immer ums Programmieren, es geht immer um ABAP, wir haben Themen wie HDD gehabt. Warte. Ist jetzt drinnen? Sieht man die Folien? Na, sind wir die Folien ja nicht, ja? Stimmt, die Kollegen sind ja nicht, was ich Nein, sehe. Okay, sorry. Mal haben wir so schön die Folien gehabt. Entschuldigung, Entschuldigung. Moment noch.
Was dann zu Ende noch mehr Frage? Blödsinn, Thomas, ich frage hier. Ja. Ist doch der Bildschirm. So, und hier sollten wir noch Bildschirm teilen. Und zwar den Gesamtbildschirm und Freigabe. So, sorry. So, jetzt sollten wir es sehen. Jetzt seht ihr uns wahrscheinlich aber wirklich an und hoffentlich dann die Slides auch jetzt. Ja. Das haben wir, glaube ich, rechts oben irgendwo. Okay. Die Folien, die schicke ich euch dann eh zu, das könnt ihr nochmal dann in Ruhe. So, Rückblick, okay, das war jetzt kurz. Wir haben 12 Webinare bis jetzt gehalten und das andere, was alles verbindet, ist immer, wir haben immer den Fokus gehabt und es wird auch so bleiben. Also wir haben Themen wie HDT, Clean Code, POPF, Modern ABAP und eben heute die Code Patterns, die jetzt nicht ganz so im ABAP sind, aber natürlich auch auf ABAP angewendet werden können. Okay. Und es gibt natürlich wieder, es gibt noch viele Themen für die Zukunft, die SAP lässt sich zum Glück auch immer wieder neue Sachen einfallen. Die nächsten Themen sicher sein, das RESTful Programming Modell, was wir machen mit schätzen wir. S4 Extensions, weil es natürlich jetzt immer mehr Kunden fragen, was gibt es da jetzt, wie kann man das machen, wie kann man S4 erweitern. Und ich habe da extra nochmal die ABAP Units auf der Zukunft, das Neues noch einmal, wir haben es schon einmal gehabt, weil es einfach viel zu wenig umgewendet wird. Das ist vielleicht auch die Sache, was ABAP Units und Code Patterns verbindet. Die das kennen, die Sachen wissen, weil das ist wichtig. Das muss man einsetzen, das hilft man so viel und trotzdem machen es ganz wenige. Das ist immer wieder interessant zu diskutieren. Jeder redet von ABAP Units, die wenigsten machen es, wenn man ehrlich ist. Ja, das war der kurze Rückblick. Dann möchte ich auf eine Initiative kurz hinweisen, und zwar, ich habe sicher vielleicht mein T-Shirt gesehen, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, danach sieht man es nicht. Wie auch immer, ABAP is not dead. Aber da gibt es natürlich den Hashtag auf Twitter, da ist ja eine Initiative zu Uwe Fetzer und man kann dann T-Shirts bestellen und PV und so weiter. Und für jedes T-Shirt geht und für jede Sache, die man bestellt, geht 1 Euro immer zuerst an den Grenzen. Und für mich ist auch wichtig, weil ABAP ist nicht tot, ABAP ist so modern, es gibt so tolle Sachen, das ist auch ein Teil unserer Webinare und deswegen unterstützen wir diese Initiative. Ich habe den Link auf die Folien reingeben. Das war auch gerade wieder was. Ich muss jetzt nur kurz wieder auf unserem Bildschirm. Also, ist das ein bisschen jetzt? Ja. Okay, dann noch keine Slides. Jetzt sind sie wieder da. Da ist ein Link drinnen, auf jeden Fall kennst du. Es gibt auch neue Farben, habe ich gerade gestern gelesen von den T-Shirts. Also ganz, ganz coole Sache. Ja, das zu dem. Und das dritte Thema, was ich vorweg erwähnen wollte, ist die Initiative Clean ABAP. Die unsere Webinare kennen, wissen, dass wir uns sehr, sehr viel Gedanken zum Thema Clean Code machen und die ganzen Themen immer wieder aufgreifen. Die SAP hat jetzt vor, glaube ich, 4 Wochen einen Blog freigegeben, intern freigegeben, wo es genau um das Thema geht. Also Clean Code quasi 1:1 umgesetzt auf ABAP, was das bedeutet. Da gibt es auch super Dokumente, da gibt es super Factsheet, die kann man sich ausdrucken, die kann man nebenbei hinlegen. Da stehen die wichtigsten Sachen drinnen. Da gibt es auch einerseits immer zum Beispiel dieses Clean Code oder Clean ABAP Cheat Sheet und dann gibt es diese Golden Rules. Ich habe es wirklich ausgedruckt und mir immer damit und habe es immer wieder nebenliegen und schaue ein bisschen drüber und lese auch natürlich den Blog, den das ist. Also der Link vom Blog ist da, schaut es rein, druckt euch die Sachen aus. Es gibt da Coding-Beispiele dann auf GitHub und so, wenn man sie alle anschauen kann, die man durcharbeiten kann, die man als Vorlagen verwenden kann. Also da haben sie sich echt was einfallen lassen. Ja, muss man echt sagen, echt gut. Gibt's nichts zu kritisieren. So, das war's. Zu den paar allgemeinen Sachen. Moment, ist da was weg? Ne? So, bevor wir mit den Mustern loslegen, wollte ich noch kurz so ein bisschen allgemein auf einigen, warum eigentlich Clean Code und warum Software-Muster? Das macht man nicht nur, weil es lustig ist, sondern ich nehme mir das gerne das klassische Beispiel mit dem Spaghetti-Code, das kennt im Prinzip jeder. Spaghetti sind zwar schön zum Essen, aber mit dem Coding ist das einfach nicht optimal. Spaghetti-Code bedeutet nichts anderes, als dass man irgendwo was ändert in einer Software-Komponente und irgendwo anders klatscht es auf, irgendwo anders dampft es. Das hat gerade nichts damit zu tun. Also man zieht in einer Spaghetti an, wie ist eigentlich die Reihenzahl von Spaghetti? Spaghetto, weiß ich nicht, auf jeden Fall. Man zieht in einer Spaghetti an und auf der anderen Seite passiert irgendwas. Das ist Spaghetti-Code und das wollen wir vermeiden mit Clean Code, mit den ganzen Initiativen, mit Code Patterns.
Und deswegen möchte ich in diesem Zusammenhang, habe ich drei Folien vorbereitet, drei Begriffe und Clean-Code-Prinzipien kurz erklären. Wenn man Clean-Code und Code-Patterns, also wenn man die Bücher liest, die Dokumente liest, wird sehr oft die Rede von Kopplung und Kohäsion. Bei der Kopplung geht es darum, das Ziel ist, dass man in einer guten Softwarearchitektur eine lose Kopplung erreichen. Also dass die Dinge nicht zu sehr mit müssen wir mal jetzt weitergehen, dass du jetzt was machst? Okay, dass die Komponenten lose gekoppelt sind. Das heißt, dass ich nicht einen riesen Spaghetti-Code, wo alles in einer Methode drin ist, sondern dass ich schön getrennt habe in eigenen Klassen, eigenen Methoden, dass es lose gekoppelt ist. Also das ist das Ziel einer guten Software-Architektur, die lose Kopplung. Andererseits möchte ich aber innerhalb von einer Komponente, innerhalb von einer Methode, nur Komponenten drin haben oder Teile sein, die für eine starke Bindung haben, eine hohe Kohäsion haben, kommt aus der Physikswelt ist, in Erinnerung haben. Eine starke Bindung haben. Das heißt, in einer Klasse, in einer Methode sollte man eine Sache passieren oder gemacht werden, ein Themenbereich gemacht werden. Und die einzelnen Komponenten sollten eine Aufgabe, auf die sie fokussiert sind. Das ist, glaube ich, ganz zweit. Na, du hast. Das ist das Thema Kopplung und Kohäsion. Jetzt gibt es drei Clean-Code-Prinzipien, die ich auch noch kurz erwähnen möchte, weil die auch immer wieder in dem Zusammenhang genannt werden auch. Das erste ist das Clean-Code-Prinzip Separation of Concerns. Da geht es einfach um das. Es sollte eine Aufgabe, was wir gesagt haben, eine Klasse, eine Methode, eine klare Aufgabe haben und nur diese eine Aufgabe haben, nicht mehr. Erkläre ich gerne. Also da wird oft geredet von Belange. Die Klasse sollte nur einen Belang machen. Nehmen wir das Beispiel, was da ist, Tracing, Logging, Caching, was auch immer, braucht man alles innerhalb von einer Anwendung vielleicht. Aber das sollte man nicht alles in die gleiche Klasse einbauen. Man sollte eigene Klassen machen, zumindest eigene Methoden, aber eigentlich sollte das aus eigenen Klassen passieren. In der einen Klasse wird das Tracing gemacht, in der anderen Klasse wird der Caching gemacht, in der nächsten wird Logging gemacht, was auch immer. Trennen der Belange. Das ist die Idee von Separation of Concerns. Das zweite wichtige Clean-Code-Prinzip ist das Single Responsibility-Prinzip. Die Prinzipien sind von Robert C. Martin definiert und in seinem Buch Clean Code. Eine Komponente, sagt das Prinzip aus, eine Komponente sollte nur eine Verantwortlichkeit haben. Sie sollte nur sich nur um ein Thema kümmern. Ist im Prinzip sein, mit dem, was ich vorher geredet habe. Also die eine Klasse kümmert sich um die Bestellung, als Beispiel, Bestellung, Anlegen, Änderung, was auch immer, und eine andere Klasse kümmert sich um den Lieferschein, aber niemals die gleiche Klasse. Also, das ist die Idee. Genau, das ist das, dadurch haben sie dann halt diese Prinzipien, entstehen kleine Klassen, kleine Methoden, und wie wir wissen, kleine Klassen, kleine Methoden sind leichter zum Übersehen, leichter zum Erkennen, leichter zum Verstehen, leichter zum Erweitern. Leichter zum Warten. Wobei man jetzt schon sieht, das verschwimmt alles ineinander, und es gibt keine klare Trennung. Das eine ist jetzt der Single Responsibility, das andere ist das Prinzip, das andere ist das Prinzip, sondern alle Prinzipien drücken sehr ähnliche Sachen aus, ja, und machen dann gemeinsam das Ganze komplett rund. Also vielleicht auch, die Prinzipien klingen oft sehr kompliziert. Open-Close-Principle und so, das klingt super. Da ist nicht viel dahinter. Als Beispiel Open-Close-Principle, das ist nämlich das dritte wichtige in dem Zusammenhang, ist, eine Software, ein Software-Modul sollte offen für Erweiterungen sein, jedoch geschlossen für Modifikationen sein. Das ist die Formulierung. Das klingt ja urkomisch, wie geht das und so weiter. Kurzen Ausblick, jeder von euch kennt sicherlich die Buddies. Das ist nichts anderes. Ein Buddy ist vorgedacht irgendwo eine Erweiterung in einer bestehenden Anwendung. Es ist offen für Erweiterungen durch den Buddy, aber es ist nicht notwendig, dort rein zu modifizieren und diese Funktionalität reinzubringen. Es ist geschlossen für Modifikationen, aber ich kann die Erweiterung machen mit dem Buddy. Das ist nichts anderes wie ein Open-Close-Prinzip. Und wenn wir Software entwickeln, sollte man auch weiterdenken und überlegen, ist die Software offen zum Erweitern, die wir gerade neu entwickelt haben, oder ist sie, kann man da nur mit Modifikationen irgendwie reinbringen? Und die Code-Patterns helfen uns dabei, auch Lösungen zu finden, dass es erweiterbar ist. Modifikation meint in dem Sinne nicht unbedingt die Sachmodifikation, sondern muss ich das Coding von jemand anderem angreifen, muss ich da reinframen, muss ich da if einbauen, um meine Funktionalität dazu zu bringen, oder kann ich einfach sagen, okay, ich lasse das Coding und habe irgendwo dazu als Add-on, als Eigenimplementierung meine eigene Funktionalität. Genau. Mir fällt gerade das Beispiel wieder ein, was ich sehr oft gehabt habe oder immer noch habe, ist ein User-Exit, die alten klassischen SD-User-Exits, die es übrigens sicherlich in S4 noch geben wird, da wette ich alles drauf. Ich habe aber noch geschaut, die alten User-Exits kann man einmal implementieren. MV45er FZZ kennt sich jeder, ewig langes Coding.
So, jetzt musst du dir irgendwo in einer bestehenden Quote zuhängen und irgendwo oben hat der andere Entwickler einen Exit gemacht oder einen Check und verlässt die ganze Methode. Dann muss ich sein Calling auch nochmal angreifen, muss dieses Check-Exit irgendwie verändern, um meine Erweiterung hinten dazu zu bringen. Das ist ein Rohrereignis natürlich. Und das, da haben wir jetzt sogar Beispiel, was genau deswegen, genau dort hilft. Und da muss ich einfach nur der Erste, der es implementiert, ein bisschen mehr Gedanken machen, ein bisschen flexibler machen und für alle anderen ist es dann hundertmal leicht loszuarbeiten. Oder der Zweite oder der Dritte. Ja, das ist so, das war das Open-Close-Prinzip. Wir haben KingCode immer wieder Themen gehabt. Ich werde vielleicht auch wieder mal ein Webinar machen zum Thema KingCode, aber es gibt die zwei Bücher, die in dem Zusammenhang immer zu nennen sind. Das ist das KingCode, wo es wirklich um Technologie geht, um viel Coding geht. Das ist von Robert C. Martin. Und dann gibt es auch das zweite Buch, das, was mir sehr gut gefällt, das ist das CleanCoder-Buch. Da geht es darum, wie ist man eigentlich, oder wie sollte man sein als professioneller Softwareentwickler? Wie kommt man zu einer halbwegs plausiblen Schätzung als Beispiel? Diese, und da gibt es Anleitungen dafür. Das liest man im CleanCoder-Buch. Ja, und es macht auch immer Sinn, ich habe rechts unten auf den Twitter-Account von den Leuten hinschreiben, es macht auch immer wieder Sinn, denen zu folgen, wenn jemand auf Twitter ist. Da gibt es immer Interessantes. Die sind sehr aktiv auch auf Twitter. So, jetzt sind wir beim Einführung in Entwurfsmuster. Da kommt das Ding durcheinander, wenn du aktivst, glaube ich. Also, ein ganz kurzes, es muss immer eine Geschichte dabei sein, finde ich. Oder? Der erste in dem Zusammenhang, der sich um Patterns in Entwurfsmuster kümmert hat, war Christopher Alexander, so habe ich halt auf Wikipedia noch gelesen. Der hat 1977 das erste Mal sowas zusammengestellt. Richtig aufgegriffen worden ist es, das ist anscheinend eher bekannt, von Kent Beck und Ward Cunningham. Die haben das erste Mal 1987 das aufgegriffen, schon basierend auf diese Muster von Christopher Alexander und haben eigene dazu entwickelt, eigene Muster. Das ist aber alles noch so ein bisschen noch nicht in einem Buch oder was auch immer gewesen, sondern da ist dann ein bisschen später gekommen, der Schweizer, ein Kollege aus der Schweiz, der Erich Gammer, hat 1987 irgendwie seine Dissertation gehabt und hat das Thema in seiner Dissertation aufgegriffen und hat 1994, und jetzt gehe ich schon weiter, das Buch geschrieben zusammen mit drei Kollegen, Design Patterns. Und dort sind diese ersten wichtigen 23 Design Patterns sehr, sehr ausführlich beschrieben, mit vielen Beispielen. Und das ist auch das Thema, was wir heute, aber was wir aufgegriffen haben. Ist hauptsächlich die Dinge, die ich jetzt noch präsentiert habe, sind alle aus den Büchern. Also ich habe dieses Buch als Referenznummer, das ist auch das Referenzbuch eigentlich. Gibt es auch auf Deutsch seit 2015, glaube ich, gibt es Übersetzung. Das war die Geschichte. Erich Gemmer ist auch sehr aktiv auf Twitter. Ich folge mir schon länger. Ganz kurzer Einwurf. Ich würde jetzt gerne eine schnelle Umfrage starten. Und zwar bevor und starten Sie die Umfrage. Einfach eine kurze Frage. Wer von euch kennt schon Entwurfsmuster, Code Patterns, Entwurfsmuster? Wer kann drei schon benennen und wer verwendet Code Patterns? Aber ganz schnell klicken, ja, nein. Darf ich auch mitmachen, oder? Bitte. Der hat dreimal Nein geklickt. Der hat dreimal Ja geklickt. So, perfekt. Also es kennen doch schon etwas mehr als die Hälfte die Entwurfsmuster. Ich beende die Umfrage jetzt. Und so, der Soldat freigeben. Genau, also es kennen schon einige Entwurfsmuster. Benennen können Sie Code 50-50 und wirklich anwenden, dann ja, ein Drittel ungefähr. Mhm. Das ist schön. Passt, bestätigt ungefähr. Bestätigt das, was wir vermutet haben, eigentlich schon irgendwo. Ja. Kennen schon, stimmt, ja. Weil viel darüber geredet wird, was wird geblockt. Das heißt, mit den drei Benennen überrascht mich, da hätte ich weniger geglaubt, dass wir es wirklich benennen haben. Passt, super, danke. Weiter. So, okay, das war jetzt so eine Theoriegeschichte und so weiter. Nächstes Thema ist jetzt schon ein bisschen theoretisch. Moment. Gibt da nämlich so einen schönen Dings, aber das geht nicht. Ne? Jetzt geht es aber wieder auf. So, jetzt geht es aber rein, genau beschreiben, was ein Entwurfsmuster eigentlich ist. Also, was ist eigentlich ein Entwurfsmuster? Es gibt, okay, ein Entwurfsmuster ist nichts anderes wie einfach die Idee, dass man immer wiederkehrende Probleme auf die gleiche Art löst. In der Softwareentwicklung haben wir immer wieder die gleichen Aufgabenstellungen und wir müssen ja, das kommt wahrscheinlich später, auch das Rad nicht immer neu erfinden, sondern wir können ja auch bewährte Methoden. Das hat damals passt, das wird jetzt auch passen.
Das ist die Idee von einem Entwurfsmuster. Das Entwurfsmuster, so wie es in dem Buch drin ist, ist eigentlich nichts anderes als eine Lösungsbeschreibung eines Problems. Wir haben irgendein Problem, wir wollen das und das erreichen, das ist die Lösungsbeschreibung. Die Lösungsbeschreibung ist im Prinzip das Muster. Ein Muster sollte möglichst flexibel sein und auch natürlich wiederverwendbar sein. Das ist das Wichtige. Das muss nicht nur in einer ganz speziellen Situation alle 150 Jahre Arme zur Anwendung kommen, dann ist es kein Muster. Dann ist es aber kein Muster. Also es sind sehr flexible Muster, wir sehen, die kann man, wenn man dann einmal das einbaut, dann merkt man, hey, das könnte dort aber auch verwenden und dort machen das auch Sinn und so weiter. Da kommen wir erst einmal auf die Idee, wo das überall einsetzbar ist. Ja, und das Schöne an den Mustern sind, das ist Expertenwissen. Also auch das Buch von dem in der Welt und von einem Kollegen aus der Schweiz, das hat er ja nicht so schnell mal geschrieben, nebenbei, sondern das ist beginnend 1977 über Jahre gewachsen in der Community und das ist ein hohes Expertenwissen. Das ist 100-mal bewährt, dieses Muster, also kaum Vertrauen. Und es gibt nicht nur diese 23 Muster, muss man auch sagen, wenn man auf Wikipedia schaut, gibt es glaube ich 50, es gibt noch drei weitere Bücher, die ich jetzt gesehen habe. Es gibt sehr viele Muster, aber das sind alle immer auf Expertenwissen. Also man kann denen wirklich vertrauen. Das ist auch das Tolle dran. Und da steht sehen wir, das Rad soll nicht einfach neu erfunden werden. Das ist ja immer das Ziel in der Softwareentwicklung, dass man Dinge nicht neu erfinden, eigentlich, wenn es schon mal da sind. Was sind die Eigenschaften von einem Durchmuster? Ich habe jetzt nur zwei wichtige aufgeschrieben, finde ich. Und zwar das erste ist einmal sprachenunabhängig. Wir verwenden es jetzt zwar im ABAP, aber das kann man überall in einer objektorientierten, wie auch immer, aber Umgebung einsetzen. Es ist wahrscheinlich begonnen, was wahrscheinlich in C oder ich glaube, das haben geschrieben in Pascal. Was war das noch? Nein, in Pascal. Es ist komplett wurscht. Genau. Es geht um Softwareentwicklung. Viele Sachen sind wirklich nur irgendwelche Templates, irgendwelche Vorlagen. Vieles basiert dann wirklich schon auf objektorientierten Dingen und wirklich tief objektorientiert mit abstrakten Klassen, mit Interfaces, mit abstrakten Implementierungen. Aber es beruht eben auf objektorientierten Sachen, aber ist nicht darauf beschränkt. Das heißt, wir brauchen nicht unbedingt Objektorientierung, damit ich sagen kann, okay, ich mache jetzt ein Pattern oder ich verwende ein Pattern und adaptiere es auf meine Umgebung, auf meine Sprache, auf meine Anwendung. Ja, ist richtig. Die in dem Buch verwendeten, definierten 23 Pattern sind alle objektorientiert. Die verfolgen alle den objektorientierten Ansatz. Das ist vielleicht eine Herausforderung zu unserem Webinar. Wir haben letztens, die Idee von Objektorientiertheit im Auge ist, ja, unbedingt einsetzen, aber richtig. Ich glaube, so ist es nicht, was das verwendet. Ja, genau. Genau. Und richtig malen wir. Es gibt Interfaces als Beispiel. Wenige verwenden es oft, manche mehr Interfaces, Events und so weiter. Gibt es natürlich einiges. Wenn man die Patterns einsetzt, wenn man das einmal beispielhaft implementiert, verwendet man alle diese richtigen Sachen und es ist auch ein guter Lerneffekt, kann ich jedem nur raten. Okay, das sind auf jeden Fall die wichtigsten, sprachenunabhängig und eigentlich objektorientiert, aber mit Einschränkung oder mit Klammer. So, was sind Entwurfsmuster nicht, weil man auch oft sagt, was sind Entwurfsmuster? Was sind sie nicht? Ein Entwurfsmuster ist zum Beispiel nicht irgendein Algorithmus, wo ich denke, okay, wenn meine Kreditkartenvalidierung ausprogrammiert, muss man das so und so und so machen. Macht man das. Das ist ein Algorithmus, der hat nichts mit dem Entwurfsmuster zu tun. So etwas findet man dort nicht, als Beispiel. Oder es sind keine fixfertigen Frameworks, die dann was auch immer machen. Das ist auch kein Entwurfsmuster. Entwurfsmuster ist kein Framework, aber viele Frameworks basieren auf einem oder mehreren Entwurfsmustern. Genau, oder verwenden sollten in ihrer Entwicklung. Genau. Also ein Entwurfsmuster ist kein Framework und natürlich ist ein Entwurfsmuster keine Wunderwaffe. Wie soll ich sagen, wenn die Software schlecht designt ist, ein schlechtes Konzept ist oder was auch immer, dann hilft kein Pattern, dann ist es immer noch schlecht. Also Pattern unterstützt uns dabei, ist aber keine Wunderwaffe. Das wird auch immer überall so auch gesagt. Also nicht nur, weil man sagt, okay, verwendet die tollen Muster und Patterns, dann ist es so letztlich. Heißt nicht, dass es gute Software ist, sondern es muss alles zusammenpassen. Genau. Dann wird auch immer sehr oft geredet, dann in dem Zusammenhang von Anti-Pattern, Anti-Mustern. Was ist ein Anti-Pattern ganz kurz? Ja, so Lösungsansätze, die ungünstig oder schädlich sind, die einfach negativ sind. Da gibt es viele Beispiele. Ich verwende immer wieder das Beispiel, die sogenannten Gott-Klassen. Also wenn man reingeht in eine Klasse, dann hat, ich weiß nicht, 750 Methoden, 350 Attribute, alles ist public und so weiter, unpackbar. Das ist eine Gott-Klasse und die ist per Definition einfach schon schlecht. Das ist ein Anti-Muster. Oder Die Gasfabrik wird verwendet, oder wird bezeichnet als Anti-Muster. Das ist etwas völlig Aufgeblähtes, völlig Übertriebenes für relativ einfache Anforderungen. Und macht natürlich keinen Sinn, das oft so kompliziert zu machen, wenn es einfache Lösungen auch gibt.
Erinnert euch an das KISS-Prinzip vom Team Code. Keep it simple and stupid. Das ist ganz wichtig. Oder die Magic Numbers. Die kennt jeder. Und die packt irgendwo durch. Silberkolien, da ist ein if. Variable ist gleich ungleich 5712. Was auch immer 5712 ist. Das ist eine Magic Number. Da hat nichts verloren. Soll eine Konstante sein. Also das sind Anti-Muster. Auch dafür gibt es Dokumente. Da haben sich viele Leute viele Gedanken gemacht und haben das zu Papier gebracht. Kann sich gerne jemand näher anschauen oder auf Google suchen. Gibt es umfangreiche Dokumente. Aber das sind Anti-Muster. Warum verwendet man, sollte man Entwurfsmuster verwenden? Die Codequalität wird dadurch gesteigert, die Codestruktur wird verbessert. Ist natürlich ein Punkt. Durch Code, durch die Entwurfsmuster bin ich flexibler bei Neuanforderungen. Wenn das Muster drin ist, zum Beispiel, da gibt es dann das Muster Dekorator, was wir gerade gesagt haben, ist es viel leichter, dass man neue Features und schneller neue Features dazu bringt. Flexibler für Neuanforderungen dann. Das haben wir schon gehabt, dass die Neuerfindung des Rades eben vermieden werden soll dadurch. Die Zeitersparnis bei der Entwicklung, vielleicht nicht bei der Erstentwicklung, wenn ich das Pattern noch. Aber bei der Erweiterung. Die Software wird dann nicht am entwickelt, dann nie wieder, die wird erweitert. Es kommen neue Features dazu. Über die Zeit ist die Zeitersparnis auch aus meiner Sicht das gegeben. Von Neuentwicklung und aber auch von Wartung, ja genau. Bessere Wartbarkeit. Die bessere Wartung, natürlich. Es ist auch so, das ist ähnlich wie mit Unix, also wenn man Patterns auch natürlich dann kennt, weiß man auch genau, wo man eingreifen muss oder wie man es verwenden kann, das Pattern. Da braucht man dann gar nicht mehr lang suchen und die Bugs analysieren. Da sieht man, das ist das Singleton-Pattern und wenn man das kann, das Pattern machen, wenn man damit umgeht. Dadurch auch bessere Wartung, wenn man schneller sich zurechtfindet. Die Kommunikation im Team wird erleichtert. Ja, das ist ein Punkt, den habe ich nämlich gelesen in einem Blog, das war gar nicht so schlecht natürlich. Wenn wir über meine Software reden, die entwickelt haben, und das folgt keine Muster, muss ich da erst alles erklären, lange am Reiten. Das habe ich gemacht. Wenn ich aber sage, hey, ich habe dieses Muster, Dekorator verwendet, was auch immer, dann weißt du sofort, was ich meine damit. Und wenn ich sage, ich habe damit ein Problem, das passt in mein Konzept, eine Weile lese ich das. Da können wir sofort auf Augenhöhe über dieses Muster diskutieren. Kommunikation im Team wird dadurch tatsächlich erleichtert. Nicht nur Kommunikation, sondern auch Informationsaustausch. Ja. Ich sage einfach, okay, baue bei diesem Muster, mach die Erweiterung, das ist folgt dem Strategy-Prinzip oder folgt jedem Prinzip, dann weißt du es gut, was du zu tun hast und weißt, was du machen kannst und was auch nicht. So, was sind die Nachteile von einem Muster ganz kurz? Okay, von mir schon oben mal gehabt, das sind keine Wunderwaffe oder so. Also kein Garant für gutes Design. Ja. Es ist initial auch ein bisschen höherer Entwicklungsaufwand möglich und zu erwarten, das ist einfach so. Man muss ein bisschen Klassen machen, manchmal schon ein bisschen. Und das ist aber meistens der Entwicklungsaufwand, wenn man das noch auch noch nicht hat. Gut, jeder muss einmal anfangen, einfach machen, anfangen und das, über die Zeit kommt die Ersparnis sowieso wieder zurück. Das ist nur initial schon der Aufwand. Das ist also ein Punkt, das Testen wird möglicherweise viel komplizierter, du bist anderer Meinung, ich. Bin ich anderer Meinung, weil wenn ich meine Entwicklungen schon auf einem Standard, auf einem Entwurfsmuster basiere, dann kann ich natürlich auch meine Tests auf dieses Entwurfsmuster hindesignen und dann entsprechend meine Unit-Tests oder meine Testklassen, meine Testfunktionalität auch ein Muster und das kann dann immer wieder eins zu eins auf die jeweiligen Verwendungen von einem Entwurfsmuster angepasst werden. Also ich glaube nicht, dass es, ich glaube nicht. Okay, ich bin anderer Meinung, nehme das Beispiel wieder mit dem Dekorator wahrscheinlich. Wenn ich jetzt dort in eine bestehende Software eine Möglichkeit baue, um zukünftig leichter was zu erweitern, muss ich auch dieses Einbauen des Musters mit testen einmal in Zeit. Ich probiere einfach ein bisschen mehr Test davon. Aber seid einfach bewusst, okay, das Testen ist vielleicht anders, vielleicht mehr, vielleicht weniger, aber seid einfach mal bewusst beim Testen, ist das einfach, hat so einen Impact, nennen wir es mal so, einen möglichen Impact. So, ich glaube, das war das Wichtigste, so schnell wie möglich in der Theorie. Im Buch wird da, glaube ich, 50 Seiten über diese gleichen Themen geredet. Also, das könnt ihr alles im Detail lesen. Aber ich habe versucht, so knackig wie möglich zusammenzufassen. So, jetzt haben die vier Kollegen haben die Muster in drei mögliche Kategorien eingeteilt. Und zwar haben wir als erstes die Kategorie oder den Typ von Mustern, die Erzeugungsmuster. Da geht es darum, wenn man neue Instanzen erzeugt, wenn man Objekte erzeugt. Geht es nur um das Erzeugen von einem Objekt, Instanz, wie da gibt es Muster, da gibt es dafür Muster. Okay. Das zweite ist, sind die Strukturmuster. Bei den Strukturmuster geht es ums, was sind zusammengefasst, ich glaube, die Karte ist da drin, so Singleton ist aus der Trainer, oder? Singleton ist das. Wie baue ich was auf? Also quasi, wie
wie baue ich eine Programmstruktur oder einen Ablauf auf? Genau, der Dekorator ist da drinnen, was ich sage, ich kann das erweitern drinnen und so. Genau, jetzt wird das. Und das dritte sind, die Kategorie ist dieses Verhaltensmuster, wie sich Software verhält. Da geht es zum Beispiel um, dass man komplexe Zusammenhänge in kleinere Steps aufteilt und so. Da geht es ums Verhalten. Also die Versuche haben wir versucht, das in diese drei Kategorien aufzunehmen. Ich meine, das was Erzeugungsmuster, also erzeugen, das ist strikt getrennt, aber Strukturmuster und Verhaltensmuster ist aus meiner Sicht, das verschwimmt so stark, dass ich jetzt nicht getrennt und man wird ja sehen, dass es viele benannte Patterns gibt, die aber das gleiche Grundprinzip beinhalten und nur weil das eine Objekt ändert und das andere eine Objekteigenschaft zurückgibt, wird es unterschiedlich benannt. Also da ist durchaus schon viel, wie soll ich das nennen? Ja, wir haben vor allem, man redet da noch nicht, ob ist das jetzt ein Strukturmuster oder Verhaltensmuster, das ist das Muster A und das ist das Muster B und fertig. Aber in den Büchern wird es halt initial immer in die Kategorien eingeteilt und oft wird es eher wieder quasi vergessen. So, das sind quasi diese drei Typen von Entwurfsmustern. Jetzt, was ist ein Element eines Entwurfsmusters oder welche Elemente beinhaltet eigentlich Entwurfsmuster? Die Definition, wie wir immer sagen, ist das erste, jedes Muster muss einen eindeutigen Namen haben. Wenn es geht, ist der aus einem oder zwei Rissen. Ja, nein. Einen oder zwei Wörter. Punkt. Das ist das Muster, dass man weiß, über was man redet. Ihr redet mit dir über Singleton, dann weißt du, was ich mache. Eindeutiger Name. Das zweite ist, es muss einen Zweck beschreiben. Das ist das, was ich meine, was in den Büchern und jedes Muster erfüllt genau das. Welchen Zweck löse ich oder welchen Zweck hat dieses Muster eigentlich? Wenn es keinen Zweck hat, macht es keinen Sinn, dass man Muster macht. Also es muss einen Zweck erfüllen natürlich dann. Dann die Motivation, das habe ich glaube ich vorher was Nettes gesagt. Warum man es eigentlich machen sollte, warum es einen Sinn macht oder was die Motivation ist. Was hilft es mir, genau. Was hilft mir, dass ich das Ding einsetze? Dann ist bei jedem Muster eine Anwendbarkeit immer beschrieben. Also auch wenn man dann die Bücher anderes leistet, also sich nimmt, wo kann man es denn anwenden? Was ist das Beispiel? Ein Beispielanwendung. Die wir bei jedem Muster finden. Und als auch ein wichtiger Punkt ist natürlich, welche Konsequenzen geht mit dem Muster einher. Konsequenzen können positiv, aber auch ein bisschen negativ sein. Positiv, man kann jetzt flexibel erweitern, das und das. Aber es hat manchmal natürlich einen negativen Beigeschmack. Wenn man ein Muster hat, muss man gewisse Dinge in Kauf nehmen. Und das ist auch bei jedem Muster auch wirklich beschrieben. Also auch, bevor man es implementiert, dass man weiß, okay, dann hat es dann die Konsequenzen, die ich dann im Zuge dessen auch mittragen muss. Das sind so die, und es gibt noch ein paar weitere Attribute, welche Abhängigkeiten zu anderen Mustern es gibt und aus welchen Klassen dann die Muster bestehen. Also das gibt es einfach definiert dann von den vier Kollegen, welche Elemente muss ein definiertes Entwurfsmuster erfüllen. Aber die wichtigsten habe ich da hinschreiben. So, jetzt haben die 23 Muster definiert. Das waren diese drei Kategorien, von denen ich geredet habe. Ich habe es jetzt nochmal aufgeschrieben, die 23. Mittlerweile gibt es schon 50 oder 60 Muster, die in der Softwareentwicklung verwendet werden. Aber wir bleiben aber momentan bei diesen ersten 23. Drei habe ich da bald gemacht, vier beziehungsweise, die werden wir euch noch kurz ein Beispiel genauer erklären. Aber warum ich die jetzt da hingebracht habe, die Entwurfsmuster, ist folgendes. Ich habe in der Umfrage, was ich eh gehört, das haben ein paar Leute schon mit Mustern gearbeitet oder verwendet. Wenn man ganz rechts als Beispiel schaut, das ist das vierte Muster, der Iterator. Ich glaube, jeder, der im Sam irgendwo mal was programmiert hat, hat schon mal mit einem wohlgängigen Iterator gearbeitet. Das heißt, man hat zumindest mit einem Muster programmiert. Get next, get last, get first, etc. Entschuldigung. Also Iterator kennt, glaube ich, jeder. Dann nehmen wir an, Factory-Methoden hat auch schon jeder irgendwo mal gesehen und verwendet. Also wir haben in unserer Softwareentwicklung im SAP vielleicht unbewusst schon immer wieder auch mit Mustern zu tun oder programmiert. Fassade oder Facade oder wie man sagt, ist auch so ein Beispiel. Das ist nichts anderes wie ein Papieraufruf. Also dahinter ist eine komplexe Logik, aber ich stelle ein einfaches Interface zur Verfügung. Das ist die weiteste Idee von dem Strukturmuster Fassade. So, und jetzt wollen wir eigentlich aus diesen Gedanken ein paar Beispiele herzeigen und auch zeigen im SAP, wie man es dort eigentlich umsetzt. Ja, noch nicht. Ja. Das erste ist das Singleton. Singleton ist habe ich deswegen gewählt. Ich habe relativ zufällig die gewählt. Ich habe mir gedacht, okay, was macht Sinn, dass man es relativ einfach veranschaulicht, wie es funktioniert. Das Singleton ist genau so. Das Singleton ist, das ist die Idee dahinter, ich möchte garantieren oder sicherstellen, dass man eine einzige Klasseninstanz
zur Verfügung stehen. Das nicht verstehe, warum nicht immer mehrere Instanzen zur Verfügung stehen. Da muss man natürlich dafür ein bisschen was programmieren, weil sonst kann auch der Entwickler, der diese Instanz nutzt, ja selber eine Instanz erzeugen in seinem Programm. Das kann man aber verhindern natürlich, bis du, glaube ich, dann sagen kannst, nicht erlaubt, sondern die Instanz wird nur durch die Klasse selber bereitgestellt. Und nur die Klasse selber kümmert sich darum, um das Verhalten der Instanz. Da sind die, diese vier Attribute quasi beschrieben, der Zweck, die Motivation, das könnt ihr euch mal rüber anschauen, die Anwendbarkeit, es soll nur eine einzige Instanz geben, die einzige Instanz soll der Unterklassenbildung erweitert sein, das ist jetzt eine Definition. Und die Konsequenzen daraus sind, okay, es gibt einen kontrollierten, positive Konsequenz, es gibt einen kontrollierten Zugriff auf diese einzige Instanz. Die ist normal dann immer da, wenn ich mich darum kümmere. Das heißt, es wird auch nie eine Null-Instanz-Exception irgendwas geben, wird nicht sein, weil der Entwickler, der das verwendet, hat gar nicht die Möglichkeit, sich selber um die Instanz zu kümmern, der kriegt es von mir. Und es ist auch später möglich, ich habe da mal einen davon diskutiert, da gibt es ein zweites Muster, Multi-Null, wie das jetzt heißt, um dann später auch trotzdem, warum auch immer, sich darum zu kümmern, dass vielleicht mehrere Instanzen zur Verfügung stehen werden. Aber ich als Klasse, in meiner Klasse, kümmere mich darum und ich gebe dem Anwender die für ihn notwendige Instanz zurück. Die für ihn passende. Die für ihn passende. Das entscheidet dann mit Attributen, was auch immer, aber nicht der Entwickler oder der Nutzer kümmert sich darum. Das ist Single. Anwendungsbeispiel, glaube ich, haben wir überlegt, oder wir oft sehen im Customizing. Ich habe eine große Transaktion, was auch immer, und habe irgendwo das Customizing zum Verhalten. Das kann ich in einer einzelnen Instanz verwalten. Natürlich. Nicht nur Transaktion, sondern wenn man dann im Beispiel sagt, für Geschäftspartner Anrede oder Titel, das ist. Ja. Wenn ich mit Geschäftspartner arbeite, komme ich immer wieder mit dem in Berührung und das kann ich auslagern, das lese ich mir einmal und habe dann generell zur Verfügung gestellt. Genau. Oder auch, glaube ich, was auch so Laufzeitobjekte, wenn ich aber Transaktion und verwalte irgendwelche Laufzeitattribute, was auch immer, da kann ich das in einer Single-Instanz natürlich schön ablegen dürfen. Ja, das war das jetzt, glaube ich, schauen wir es uns noch im System kurz an. Schauen wir es uns kurz im System an. Ich gehe in meinen Eclipse. Ich habe da ein paar Beispiele, vorbereitet. Singleton, wie wir vorher schon gehört haben, wir reden ziemlich viel objektorientiert. Das heißt, es geht um Klassen, um Instanzen, um Interfaces. Und bei Singleton geht es eben darum, dass eine Klasse nicht von außen instanziert werden kann. Das heißt, dass kein neues Objekt von außen angelegt werden kann. In diesem Fall mache ich hier Create Protected, das heißt, dass nur die Klasse selber eine Instanz von sich erzeugen kann oder irgendeine abgeleitete Klasse. Und es geht dann darum, dass die Instanz in einem statischen Attribut zwischengespeichert abgelegt wird. Hier habe ich ein statisches Attribut, das Customizing, das ist von TypeRef auf der eigenen Klasse, das heißt ZCL-CD-Singleton, und das ist die einzige Instanz, die zur Laufzeit existiert. Wie wird denn in diesem Fall erzeugt? Hier erzeuge ich es im Class-Konstruktor, das heißt beim ersten Zugriff auf ein Objekt, auf ein nicht konstanten Objekt in dieser Klasse, wird eine Instanz erzeugt und ich stelle eine Public-Methode, Public-Static-Method, getInstance. Wir sehen hier, es ist eine Klassenmethode und sie ist public. Und mit getInstance liefere ich immer die erzeugte Instanz zurück. Somit ist sichergestellt, dass wer auch immer mit einem Objekt von dieser Klasse arbeiten will, er muss es über getInstance holen und er kriegt immer genau diese eine Instanz, die ich initial erzeugt habe. Natürlich wäre es möglich, dass man sagt, okay, ich erzeuge mit der Instanz beim ersten Zugriff, also wenn der erste eine haben will, dass ich sage, okay, wenn es Initial ist, dann erzeuge ich mir eine neue, ansonsten liefere ich es einfach zurück. Ich habe in diesem Fall dafür entschieden, dass ich es im Klassenkonstruktor mache. Wenn wir ganz kurz den Aufruf schauen, einen kleinen Report, der das Ganze dann benutzt. Und ich wollte sagen, mehr ist es eigentlich schon nicht, oder? Das ist der wichtigste Element von einem Singleton, den ich erwähnt. Genau. Singleton heißt, es darf von extern, von außen keine Instanz erzeugt werden können. Das wird in dem Create Protected. Kein Entwickler kann in seinem Programm sagen, create was auch immer oder new geht nicht. Dann genau. Sind das für das nicht erlaubt. Da kann keine Instanz. Das sehen wir hier. Wenn der Entwickler in seinem Report ein new ausführen würde, kommt sofort eine Fehlermeldung, die sagt, okay, hey, ist nicht möglich, geht nur innerhalb der Klasse oder ihrer Subklasse, weil es auf Protected sitzt.
Die einzige Möglichkeit, wie die Instanz bekommt, ist über die statische Methode getInstance und dann kann er die entsprechenden Methoden aufrufen, tun, was er will, was halt diese Klasse zur Verfügung stellt. Und es ist das Objekt hinter dieser Variable oder auch der erneute Aufruf von getInstance wird immer die gleiche Instanz zurückliefern und damit das gleiche Verhalten und die gleiche Daten zur Verfügung stellen. Das ist Single-Implantation. Genau, das ist ein gutes Beispiel. Das klingt oft alles viel mächtiger und viel komplizierter in der Theorie und da wird über 10 Seiten über Singleton geredet und so weiter. Aber runtergebrochen, schlussendlich ist es genau das. Und jetzt braucht man nur überlegen, was das. Ja, ich wollte nur kurz noch sagen, und das ist natürlich perfekt für Customizing, weil das lese ich mal genau einmal. Ich lese mir hier die Salutation, die Anrede oder auch die Titel aus den Customizing-Tabellen mit der entsprechenden C-Language. Und egal wie oft oder egal wo ich das in meinem Programmablauf nochmal brauche, ich habe es sofort zur Verfügung mit dem Singleton und habe dann auch die gebufferten Customizing-Einträge zur Verfügung. Das heißt, es wird genau nur für jedes Objekt einmal die Tabelle gelesen und wenn ich es 300 Mal in meinem Coding brauche, wie auch immer, steht es mir sofort zur Verfügung und ich verbrauche nicht unbedingt Speicher oder Datenbankzugriff oder sonstiges. Das ist Singleton. In der Definition war dann, ist erweiterbar. Subklassen oder kann andere Sachen zur Verfügung stellen. Die Singleton haben sicher schon viele verwendet. Was vielleicht noch nicht so viele verwendet haben, oder doch, weiß ich nicht, ist dann ein erweitertes Prinzip, wo ich sage, okay, ich möchte nicht die Singleton-Instanz nur genau einmal haben, sondern ich möchte es einmal pro Key haben. Das heißt dann Multiton, das hat einen eigenen Namen, verstehe ich nicht so. Ich habe das schon oft so verwendet, dass ich dann Singleton pro einen Key erzeuge. In diesem Fall hier jetzt pro Sprache. Das heißt, ich erstelle mir pro Sprache eine Singleton-Instanz, speichere mir diese in einer Tabelle ab. Das heißt, die Tabelle hat einfach den Aufbau Sprache, mein Schlüssel und dahinter die Instanz als statisches Attribut und kann somit für Deutsch, Englisch, Französisch mir immer eine Singleton anlegen und liefere dann für die jeweilige Sprache, für den Key, immer genau diese eine Singleton zurück. Und das, ich habe es für mich selber immer als Key-Singleton bezeichnet, das heißt als offizielles Muster Multiton. Aber das ist ein super Multiton, oder? Ja, Key-Singleton ist viel besser, weil von mir erfunden, aber wurscht. Aber können wir beim Stammtisch noch darüber reden, ich will jetzt zwei Multiton implementieren. Und ich wieder zu sagen, das heißt Key-Singleton. Okay, also das heißt ähnliches Prinzip, nur dass halt über getInstance mit einem zusätzlichen Parameter der Sprache liefere dann zu dieser Sprache das zugehörige Singleton zurück. Und geht natürlich dann alles eins zu eins. Das Customizing wird dann halt nicht aus C-Language gelesen, sondern über den übergebenen Parameter und die kannst eins zu eins genauso benutzen. Hat wieder den Vorteil, es wird nur einmal gelesen. Ich kann es, je nachdem, was für eine Sprache ich habe, habe es gebuffert, habe es zwischengelagert und verbraucht nicht unnötig Speicherplatz. Genau, unnötig Speicherplatz und es ist für den Verwender, jetzt kennt das halt aus meiner Team, wo bei mir für den Verwender leichter. Oder da kann gar nicht so viel Fehler machen, weil ich muss mich nicht selber um die Instanzierung kümmern. Wie mache ich das jetzt? Welche Attribute muss ich mitgeben? Brauche ich einen Konstruktor? Was auch immer? Muss ich was buffern? Muss ich eine Buffer-Ding machen? Nein, ist alles da. Und so sollten wir Software aufbauen, damit wir unseren Kollegen das erleichtern dann, wenn sie was erweitern, wenn sie es verwenden wollen und so weiter. Und das, was ich sage, das ist nicht viel Aufwand. Das ist einfach, wir machen seit kurzem Singleton, aber relativ intensiv, wir machen es die meisten Leute, kann man bei sein, weil es einfach laufen kostet. Genau. Eine Sache, die man vielleicht bedenken sollte, ist nämlich das bei Customizing. Wenn du natürlich im Klassenkonstruktor das Customizing liest und, und das Programm fängt, von mir ist eine Stunde, dann wird eine Stunde mit dem zu dem Zeitpunkt erzeugten Customizing. Das sind die Konsequenzen, die man dann bewusst sein muss. Das Customizing ist, das könnte sich ändern in der Zeit und wir würden noch immer mit dem Customizing von dem Zeitpunkt arbeiten. Kann gewollt sein, kann nicht gewollt sein, das ist einfach eine Konsequenz daraus, die man berücksichtigen und bedenken muss. Ja, deswegen sollte man auch die Muster nicht einfach zwecks des Musters einsetzen, sondern auch immer ein bisschen weiterdenken, was bewirkt denn das jetzt eigentlich, was hat das jetzt für ein Impact
Und manchmal macht es auch Sinn, dass man vielleicht kein Muster einsetzt, sondern dass man sich selber das ausprogrammiert und selber darum kümmert. Genau. Aber Singleton heißt, statisches Attribut, das sich die Instanz merkt, eine statische Public-Methode, die die Instanz zurückliefert und wann und wo genau dann die jeweilige Instanz erzeugt wird, bleibt der Klasse selbst überlassen. Ob es in die Class-Constructor, ob es in einem Get-Instance oder sonst wo. Das ist Singleton und Multiton. Ich weiß, das Coding dann halt zur Verfügung steht als Adapt-Git über GitHub. Ja, und dann, am Ende werde ich noch zwei Bücher auch nennen. Es gibt zwei Sub-Best-Bücher zum Thema Muster und Berufsmuster und Design Patterns. Da sind auch sehr gute Beispiele, auch im ABAP drinnen, wie man es verwendet. Also, aber wir sehen, wir stehen ja unsere Codes auch zu finden. Kannst du noch mal auf die Slide? Entschuldigung, natürlich. Jetzt haben wir immer viele Slides, jetzt geht schon ein bisschen zu Ehren. Das war ein Beispiel aus dem Erzeugungsmuster. So, ja, gehen wir gleich weiter. Das nächste Beispiel habe ich aus dem zweiten Block, aus den Strukturmustern gewählt. Das ist der sogenannte Dekorator-Wrapper-Klassen. Wir haben schon öfters von Wrapper-Klassen geredet und haben was Ähnliches gemacht, ohne es zu wissen. Der Dekorator, Dekorator, ist einfach nichts anderes. Damit, der Zweck ist, ich biete eine flexible Alternative, da steht jetzt zu Unterklassenbildern, aber eine flexible Alternative, um eine Funktionalität in einer bestehenden Softwarekomponente zu erweitern. Das ist eigentlich die Formulierung. Das war, glaube ich, habe ich vorher erwähnt, das Beispiel mit Paris. Denkt an das. Das ist in etwa das. Ich baue, denk etwas vor. Mit dem Dekorator-Design-Pattern kann man dynamische Fähigkeiten einer Klasse ergänzen. Das ist die Idee dahinter. Dafür, da gibt es eben die Klasse, das ist die Komponente. Und dieses Verhalten der Klasse soll erweitert werden durch andere Klassen. Das sind die Dekorierer. Sehr theoretisch. Und deswegen habe ich es dann noch erwähnt, das unterstützt man perfekt natürlich dieses Clean-Code-Prinzip, Open-Close-Principle, offen für Erweiterungen, aber geschlossen für Änderungen. Das ist exakt das, was wir da auch erreichen wollen. Muss ich das da kurz weggehen, so sehe ich das. Die Anwendbarkeit ist dann natürlich, wenn man dynamische Objekte erweitern möchte, dynamisch und transparent erweitern möchte, es soll eine bestehende Funktionalität soll ergänzt werden. Oder vielleicht auch wieder einfach entfernt werden. Genau, weil oft ist auch so, man baut was dazu und dann muss man es wieder ausbauen. Wenn man das in einem Spaghetti-Code hat, etwas auszubauen, naja, da kann es schon mal großen Impact haben, sagen wir mal. Fährt das richtig if, weil es sind dreimal if einbaut worden, ja. Es sind irgendwo Cases erweitert worden. Genau, in dem Fall, wenn ich jetzt über diesen Dekorierer brauche, eigentlich wahrscheinlich nur einen Methodenaufruf, eine Klasse entfernen. Das wird es am weitesten sein. Also es ist auch leichter wieder zu entfernen. Wenn man auch noch dem Programm, wo man vielleicht einen Daten liest, okay, und dann muss man es konvertieren in XML, JSON, was auch immer, da könnte man das haben. Ja. Ah, sehr schön. Wir haben dann ich kann dann später drauf. Okay. Die Konsequenzen sind natürlich, es gibt dann viele kleinere Objekte dadurch. Ist ein positiver Effekt eigentlich, das ist unterstützt unseren Clean-Code-Ansatz. Vermeidung von Funktionen über den Klassen und so weiter. Natürlich vermeidet man dann diese sogenannten Gottklassen dadurch, weil man mehr Funktionalität in Subklassen auslagert. Beispiel. Kurzes Beispiel. Zack, zack, zack. Wir fangen an mit Decorator bevor. Decorator sind zum Beispiel relativ sinnvoll, wenn ich wirklich Spaghetti-Code habe, wo ich ein Objekt erweitere, wo ich zum Beispiel beim Lieferstein den Status ändere, dann setze ich den Status wieder zurück, dann ändere ich die Bezeichnung, dann wenn ich viel verschiedene Sachen tue und das über die Zeit gewachsen in riesigen Spaghetti-Code. Ich habe hier ein Beispiel genommen. Ich versuche den Namen, den Full Name einer Contact-Person zu dekorieren, zu ändern. Mache vorher den Select auf die Datenbanktabelle, auf die Button und Null, hole mir die Daten der Contact-Person rein. Dann mache ich irgendwo ein Full Name, das sich aus Name First und Name Last zusammensetzt. Dann passieren verschiedenste andere Sachen. Irgendwo sage ich dann, okay, na, eigentlich möchte ich beim Full Name, wenn es da einen Titel dazu gibt, Doktor, Magister, Bachelor, was auch immer, dann möchte ich den auch beim Full Name mit dabei haben, damit es irgendwie dazu hängt. Wir nutzen da Singleton fürs Customizing, nur zur Info. Dann gibt es wieder irgendwelche anderen Coding und irgendwann hat es die Anforderung, okay, wenn es eine Anrede gibt, Herr, Frau, Firma, keine Ahnung, dann soll das auch noch in den Full Name mit dazu gehängt werden. Ist jetzt in dem Beispiel
durchaus relativ übersichtlich, ginge aber viel, viel besser mit Decorators. Das heißt, wenn zum Beispiel die Klasse, diesen Report etwas umbaue und statt dass ich das alles Spaghetti-Code-mäßig aufrufe, lege ich mir irgendwo ein Customizing an, wo ich Decorator-Klassen, also Dekorierer, eintragen kann. Dann loop über diese Dekorierer drüber und rufe eine definierte Methode in der Decorator-Klasse auf. In diesem Fall geht es eben mit den Daten der Contact-Person und das, was ich ändern will, ist der Full-Name. Und in der Implementierung natürlich drin, passiert das gleiche, was vorher war. Das ist das, was ich in meinem Programm vorsehe, wo ich sage, okay, ich lasse andere da was erweitern, aber nicht modifizieren. Die brauchen in meinem Programmcoding nicht eingreifen. Außer es ist durch das Customizing Hardcode. Wenn wir uns jetzt kurz da einen Decorator anschauen, zum Beispiel den Namen Decorator. Ich mache die Decorator-Klasse auf. Die implementiert hier ein Decorator-Interface, das ich vorher definiert habe, das eben die Importing- und Exporting-Parameter der entsprechenden Methode, in diesem Fall Build-Full-Name, beinhaltet, mit den Geschäftspartnerdaten und dem Changing den Full-Name. Und macht daherin nichts anderes, als nachzuschauen, okay, ist es vom Typ Person, dann liefere zurück als Full-Name, Name First, Name Last. So wie wir es vorher auch gehabt haben, aber jetzt schön separiert, getrennt, einzeln aufrufbar. Und dann, je nachdem, wenn es eine Firma ist, was anders, wenn es eine Gruppe ist, was anders. Aber da hat jetzt halt der Entwickler, der das verwendet, die Möglichkeit, das, die Logik zu implementieren, die er braucht. Die er möchte. Die Daten, die er alle Einbruchsdaten, die er braucht, er hat das eine Attribut am Ende, mehr darf er nicht machen. Es ist geschlossen, offen für Erweiterung, aber geschlossen für Modifikation. Er kann nicht wirklich was falsch machen. Er kann so das tun, mehr kann er nicht tun. Er kann keine Daten ändern, ob das jetzt eine Person ist oder eine Organisation. Oder er kann kein Geburtsdatum in den Daten ändern, sondern kann sich wirklich nur darum kümmern, den Full-Name bereitzustellen. Und jetzt überlegen Sie sich, was wir vorher gesagt haben, es ist leichter, was dazuzubringen, aber auch leicht wieder was wegzubringen. Nur das Beispiel, wenn ich was wegbringen möchte, im Endeffekt muss man es oben aussterben oder in der Kastenweise vielleicht entfernen, aber ich muss nicht das ganze Code wieder neu durchdenken und an fünf Stellen irgendwo was deaktivieren. Genau. Wir haben dann auch für den Titel, für den akademischen Titel, natürlich auch wieder den Decorator, der genau das gleiche macht, so wie vorher, über sinnigen Lesen, sich den Titel dazu holen, wenn da einer da ist. Und wenn man sich das jetzt anschaut und das einfach schnell ausführt und sagt, ja passt, zeig mir bitte, was dieser Report macht. Ja. Geschäftspartner 102, das bin zufällig ich. Sehen wir sofort, das ist aufbereitet, Professor Dr. Dominik Wiegel, passt perfekt. Und jetzt kommt die neue Anforderung, okay, wir wollen aber auch die Anrede noch dabei haben. Herr Professor Dr. Dominik Wiegel, da brauche ich nur das Customizing quasi anpassen. Wenn meine Clips dann irgendwann mit mir reden möchte. Aber ich möchte nur kurz zeigen, dass das meine Clips redet nicht. Jetzt haben wir es. Es wird quasi das Customizing angepasst. Ich mache keine Änderung im eigentlichen Coding, sondern nur hier bei den Einstellungen beim Customizing. Und wenn es dann richtig implementiert ist, brauche ich das nur mehr ausführen und habe im eigentlichen Report null Änderung, aber im Ergebnis perfekt dann hier in diesem Fall dann Mister mit dabei. Das heißt, ich war offen für Erweiterungen, aber closed für Modifikationen. Ich habe im eigentlichen Source Code, im eigentlichen Algorithmus nichts eingreifen müssen. Und das ist der Sinn von Decorators, von Decorator-Klassen und Decorator-Interfaces. Und ich finde das Bescheid wirklich Code-Patterns an sich gut. Das ist perfekt, das ist ein super perfektes Beispiel. Leicht erweitern, es ist gesichert, der kann dort in dem Rahmen tun, was er möchte und so weiter, aber in meinem Hauptprogramm braucht er nichts tun. Man muss sich überlegen, wenn der Entwickler jetzt sagt, ich möchte dieses Salutation dazu bringen und wir hätten das nicht, dann müsste er die bestehende Logik erst einmal eindecken. Natürlich. Dann müsste er dort den Weg finden, wo er sich dazu hängt und so weiter. Das ist ja oft Aufgabe von uns. Wir bestehen das Coding am Anfang und müssen uns überlegen, wie bringen wir das dort jetzt dazu. Und das ist eben eine Sache, wenn ich das vorfinde, sage ich natürlich, okay, das ist einfach. Ne? Klasse, auch das Interface, zack, kopieren oder kopieren, legen wir das Interface, Klasse.
alles mit ein und das war's. Genau. Das ist die Idee, einfach zu erweitern und viel risikoloser natürlich zu erweitern, als manch andere Erweiterungen, die man zu folgen muss. Und da möchte ich jetzt vielleicht gleich nochmal kurz sagen, zum Thema beim G-Code reden wir auch oft zum Refactoring. Es kann natürlich auch sein, dass jetzt eine Software so erweitert, wo ich sage, da fehlt vielleicht jetzt genau das. Ich weiß, jetzt kommt eine Anforderung, die braucht jetzt genau das Pattern. Da könnte auch der Zeitpunkt des Refactorings hier ein Zeitpunkt sein, dass ich sage, jetzt baue ich dieses Pattern ein. Ich muss es nicht gleich am Anfang perfekt haben. Niemand, wo bei mir der Software von auf der grünen Wiese perfekt hin, das machen diese Duplizierungen, dann tut man das Refactoring, dann tut man verbessern und so weiter. Und vielleicht kommt das Pattern erst später mit den nächsten Add-ons dazu, wo man so meint, jetzt macht es eigentlich Sinn. Dann macht man es halt erst dann. Also man muss nicht gleich von Anfang an alle Patterns umsetzen, auch wenn man es gar nicht braucht vielleicht. Also das wird ja auch zusammen. Das Refactoring, es kann auch ein Teil sein, ein Pattern auf einmal einzuführen. So, also das war es über Beispiel und ich denke immer an dieses Beispiel der User Exits in dem Fall. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, man hat eine Migration mit S4HANA vielleicht, dann könnte man hergehen, man muss das Coding sowieso angreifen. Und wenn man so ein Spaghetti im V45 AFCZ hat, das ist ein Beispiel, dann könnte man hergehen und sagen, das war jetzt das Interface, das entspricht dann gleich mit dem Formparameter wahrscheinlich, Ball-Interface und dann alles in der Customer rein, wird das alles, wenn es sowieso angreifen werden müssen, könnte das gleich bauen, würde man vielleicht sogar überlegen, wenn es Kunde wäre. So, dann gehen wir noch auf das nächste. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen auf der Zeit, dass wir noch alle Zahlen schaffen, aber das nächste wäre, welches Beispiel möchtest du gerne sagen? Template Method oder das nächste? Wie ist das? Strategy oder Template? Wir werden sehen, es ist alles immer ziemlich ähnlich. Es rennt immer darauf raus, das Ganze über Interfaces abzubilden und dynamische Klassen, dynamische Programmierung. Dann nehmen wir Strategy, glaube ich, dass wir das Beispiel nehmen und das gleich übergeben. So, das Strategy ist nichts anderes, als dass man eine Familie von austauschbaren Algorithmen. Also man hat einfach einen Algorithmus, der aus vielen Subelementen oder Substeps besteht. Und man möchte die Substeps in eigene Instanzen oder eigene Klassen auslagern. Nicht alles in einer Superklasse und Supermethode haben, sondern das ein bisschen mehr strukturieren. Also das Muster, und steht es so schön. Das Muster ist, die Idee ist, das Muster möglich ist, den Algorithmus unabhängig vom Verwender zu variieren, also zu individuell anzupassen. Und die Fragestellung ist einfach, wenn man zum Beispiel hat zwei Klassen, die nahezu das Gleiche machen, nur einen großen Unterschied sind, dann eignet sich das vielleicht für einen Strategy-Pattern und sagen, ha, die machen eh quasi das Gleiche, mit der Methode macht was anderes. Dann hätte ich wahrscheinlich eine Superklasse, wo es halt ein paar Supermethoden hat und dann wird eine Methode aber dann ausgelagert in die jeweilige Subklasse, nämlich da, wo die Individualität ist. Nehmen wir wieder, wenn man welche Daten irgendwie aufbereitet, aber hat man JSON, aber hat man XML, hat man vielleicht ein PDF und was auch immer, da könnte man das lesen und das aggregieren und so weiter in den Superklassen, Supermethoden lassen und gerade diese Erzeugung des Dokuments kommt in die Subklasse. Das ist Strategy. Genau. Die Anwendbarkeit, oder ich drüber dann, also die Konsequenz ist, entstehen natürlich familienverwandte Algorithmen, also ich habe auch dann Familien nennen sie immer, weil auch Klassen, die sehr ähnliche Sachen machen. Ist aber okay, ist gewünscht aus meiner Sicht. Mit dem Strategy ist es eine Alternative, dass man es vermeidet, dass man Unterklassen, also vererbte Klassen, erzeugt und macht. Natürlich können dadurch auch vielleicht verschiedene Implementierungen, natürlich, ja, positiv, es können verschiedene Implementierungen eines gleichen oder ähnlichen Verhaltens existieren. Doch mal, glaube ich, ein Beispiel, das würde ich gerne wieder weiter entwickeln. Strategy. Bisschen schneller, der ist sehr schön. Ja. Close alles. So, in dem Fall verwende ich jetzt wieder das Beispiel von vorher mit einem Get-Partner-Name. Das ist quasi die komplexe Ermittlung von irgendwelchen Daten. Und dann nehme ich über das Strategy-Prinzip wieder über ein Interface das Ganze einmal als JSON und einmal als Plaintext zur Verfügung stellen. Das heißt, ich habe zuerst mein Get-Partner-Name, das wie auch immer gelesen wird, und dann sage ich, okay, in einem Fall möchte ich Plain zur Verfügung stellen, im anderen Fall als JSON. Und hier habe ich das jetzt in einem Reader zusammengefasst, wo quasi die Erzeugung der jeweiligen Strategie-Implementierungen ist. Hier über das Format, über einen
zusammengesetzten Klassennamen, dann auch noch eine dynamische Erzeugung dieser Klasse und rufe die implementierte Interface-Klasse ProvideFormat für diese Daten auf. Wenn wir uns kurz anschauen, diese Strategy ist hier vom Typ Interface CDX Strategy, die eben genau diese Funktionalität zur Verfügung stellt, einmal mit der Methode und den jeweiligen Parametern. Damit ich das jetzt verwenden kann, muss ich einfach nur eine Klasse implementieren, die dieses Interface implementiert, hier in diesem Fall Plane, wo einfach das stupid zusammengehängt wird, oder auch eine zweite Klasse, die genau das gleiche Interface implementiert, mit den gleichen Input-Daten arbeitet, aber etwas komplett Neues, etwas komplett anderes zurückliefert, bereitstellt. Das heißt, wenn wir uns den Report jetzt anschauen, wenn wir den kurz ausführen, zur Laufzeit wird entschieden anhand vom jeweiligen Format. Im ersten Fall nennen wir es einmal JSON-Format, wird die JSON-Klasse, die JSON-Instanzierung durchgeführt. Wenn ich das Ganze dann anders haben will, dass ich Plane haben will, trage ich einfach andere Klasse ein und kriege die Daten anders zurückgeliefert. Die Selektion der Daten, die Selektion des Objekts, das Lesen ist gekapselt und das, was dann aufbereitet wird, ist in verschiedenen eigenständigen Strategy-Klassen dann implementiert. Das ist gerade nur Zugang auf den Report oder wo das Lesen ist, das wird dann nur ja. Das dann. Genau, weißt du sogar noch mit einem Singleton oder so, ja, mit einer Get-Instance oder so. Aber die Idee ist halt natürlich, jetzt könnte man sagen, jetzt neben nicht nur JSON, sondern wir wollen jetzt XML auch dazu haben. Es ist, XML dazu. Genau, es ist genau dann das Interface zu implementieren, wo es nur das XML aufbauen geht. Und der Entwickler braucht sich nicht darum kümmern, wo kriegt jetzt die Daten, wie ist das jetzt eigentlich, sondern er muss sich wirklich nur um dieses XML kümmern. Gerade bei Dokumenten und was so vor allem kommt es schon oft vor, dass man sagt, okay, jetzt haben wir zwar XML über JSON, also ein Video jetzt komplett, vor allem über JSON, XML und ein PDF zugeliefern müssen, je nachdem, was der Anforderer will oder was die Anforderung braucht. Und dort werden wir natürlich genau sowas, das haben wir schon dabei, genau sowas einzusetzen, dass flexibel ist, dass wir auch weitere Formate in Zukunft zugeliefern können. Eigentlich ein perfektes Beispiel. Und das ist auch wieder genau unterstützt, wieder das Open-Close-Prinzip, offen für Erweiterungen, aber geschlossen für Modifikationen. Genau. Und nur schnell als kleiner Randnotiz, das soll nur Beispiele sein. Das heißt, ich habe da kein Fehlerhandling oder sonst was drin, das wird nur wirklich dokumentieren oder so herzeigen, wie die Patterns verwendet werden sollen. Das heißt, das nicht als 1:1 Vorlage für irgendwelche Produktivfrequenzen. Ich glaube, dafür immer Try-Catch zumindest. Genau. Irgendwas oder so. Nein, aber es geht, ich glaube, das ist keine Rolle. Ich glaube, es ist hier, es geht um das Beispiel, dass die Klasse. Dynamisch, genau, dass das Select das gleiche ist, aber implementieren das kann man dem machen. So, ich glaube, das passt. Das andere Pattern, glaube ich, lassen wir immer drüber. Das gibt man dann gut zur Verfügung. So, das waren, wie gesagt, drei Beispiele nur. Ich hätte auch andere nehmen können, ich wollte aber welche finden, die halbwegs einfach, glaube ich, gehen und das gut erklären. Also, wie sollten wir jetzt losgehen? Haben wir Gedanken oder haben wir diskutiert? Man muss sich einfach doch einmal ein bisschen einen Überblick verschaffen. Man muss sich einmal einen Überblick verschaffen, welche Patterns gibt es denn da jetzt eigentlich. Und einfach dann so verstehen, was es gibt. Vielleicht mal im Detail, aber zumindest, da gibt es Singleton, das macht das, da gibt es die Factory, das macht das. Also das. Wenn man nicht weiß, welches es überhaupt gibt, kann man nicht darüber nachdenken. Also einen Überblick verschaffen, die Bücher hernehmen, die echt dann noch ein paar Sachen, einfach mal die Einleitungen und Überblickssachen mal durchlesen. Punkt, finde ich wichtig. Und dann einfach beginnen, die ersten Muster anzubieten. Dieses Ding, da haben Sie gesehen, das war einfach, und ich glaube, mit dem Chat gelesen, Kollegen auf Session verwendet, genau das ist der richtige Ansatz. Einfach schauen, wir haben einzusetzen. Vielleicht sieht man manchmal noch nicht den Sinn in dem Moment. Aber das loslegen. Oder umgekehrt, man kommt drauf, okay, es bringt mir in dieser Situation jetzt doch nichts und es hindert mich sogar. Ja. Aber einfach nur, dass man es benutzt, dass man weiß, was kann es, was bringt es mir oder wo hindert es mir auch. Ja. Nutzen, aber benutzen. Ich habe zuletzt wieder über CDs was diskutiert, CDs was und andere Sachen. Man kann so, nein, ich warte drauf, bis ich es wirklich brauche und bis ich wirklich dann auch testen, was ich über so alles mache.
Ja, da muss man viel lernen nachher. Man kann sich das, was ich jetzt auch schon verwenden, auch wenn man jetzt wirklich nur ein View nimmt und dann Joy anbietet. Aber man trifft einfach die Fingerfertigkeit, sage ich jetzt einmal, in Eclipse, wie man CSS für anlegt, was ist für Alter drauf. Und so ähnlich sehe ich es auch mit dem Muster einfach einsetzen. Kurz überlegen, wo Sinn macht. Sinn macht sehr oft Sinn. Dekorator habe ich gesehen, macht Sinn. Strategy macht Sinn. Macht alles Sinn. Kann man nur einsetzen. Einfach mal nehmen. Der geringe Mehraufwand, der einmal da ist, der ist nicht hoch. Und dann hat man es flexibler und schöner gemacht. Und wenn man das Beispiel hernimmt mit dem Use-Exit, was ich gesagt habe, wenn das nächste Mal so einen riesigen Moloch angreift zum Use-Exit, baut doch so ein Muster ein und legst dann das Polen raus. Punkt, ganz einfach. Also einfach beginnen, erst den Muster anzuwenden. Und nicht unbedingt alle auswendig kennen. Also das tue ich auch, interessiert mich auch, dass ich alle bis ins Detail auswendig kenne. Ein Überblick und zwar so, okay, jetzt. Das Muster könnte passen, dann schauen wir es noch im Detail an und versuchen genauer zu verstehen und alles zu lesen. Aber es ist nicht jeder alles, weil er auswendig geht. Außerdem passen auch nicht alle im Arbeitsbüro dann lernen. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Die Muster, die man verwendet dann und die Erfahrung, die man hat, sollte man einfach erfassen und auch dokumentieren. Wir machen es intern auch so. Ich habe da vorher so Slides gesehen, die wir da reingegeben haben. So auf die Art und Weise dokumentieren wir auch die Muster, die wir verwenden und die wir auch unseren Kollegen und sagen, okay, die sind gut, haben wir gute Erfahrungen gemacht. Und es muss nicht jeder einfach alle Muster verwenden, sechs das Muster, sondern die sind gut, die kann man empfehlen. Und das würde ich auch euch dann raten. Es kann auch sein, dass ihr eigene Muster entdeckt. Es gibt auch, wie gesagt, es gibt viele andere Muster, andere Bücher und so weiter. Aber die Muster, die man verwenden sollten im Unternehmen, im Team, sollten dokumentiert und erfasst sein. Ich glaube, das waren schon die wichtigsten Punkte zum Thema, wie man loslegt. Jetzt verweise ich auf zwei weitere Bücher. Das eine Buch war das Allgemeine, das ist quasi diese Bibel aus dem Umfeld, das ist ein Entwurfsmuster. Und da gibt es zwei Subpress-Bücher, die beide gut sind. Das erste, das weiter untere, ist Design Patterns in Our Objects, ist das neuere eigentlich, soweit ich gesehen habe. Das gibt es vor allem nur auf Englisch und ist ein bisschen technischer. Aber er hat auch zuerst einen theoretischen Teil und dann auch so wirkliche Beispiele, Umsetzungen, wie wir es gemacht haben. Ganz genau das Gleiche. Also da könntest du auch nochmal nachlesen. Alle, nicht alle, aber die meisten Patterns. Wie gesagt, nicht alle Patterns eignen sich auch vielleicht jetzt für die Arbeitentwicklung. Das ist immer da drin sehen. Und das erste Buch darüber, das ist zwar ein bisschen älter, aber gefällt mir eigentlich relativ gut, weil es einen guten Mix hat, ein bisschen Theorie, ein bisschen Praxis und sehr praxisnahe Beispiele. Also ich glaube, da ist auch das Beispiel drin mit den User Exit. Das wird genau gleich erwähnt mit dem Dekorat. Ich kann beide Bücher empfehlen, wir haben es beide da und ich lese auch immer wieder nach. Also ich verwende es auch als Nachschlagwerk, wenn ich ein Muster neu verwende oder was länger nicht verwendet oder was bin mir nicht ganz sicher, dann schaue ich dort nochmal rein und lese es dort noch. Zuerst lese ich es aber immer erst im Originalbuch nach, den völligen theoretischen Ansatz und dann in das ABAP-Übersetzte bei Vorgehensweise. So, jetzt sind wir, glaube ich, durch. Jetzt machen wir noch einen Verweis. Wir haben jetzt das Thema noch nicht definiert, aber das ist jetzt die Sommerpause und da haben wir ein paar andere Community-Veranstaltungen. Das nächste Webinar machen wir am 27. September, sofern das kein Feiertag ist oder Fenster, ich habe es nicht gecheckt, aber 27. September. Das Thema werden wir noch definieren, aber es wird aus dem ABAP-Umfeld kommen. Vielleicht ist es aber fest schon, wenn da mehr da ist. Da kommt so die Technik, das dann noch, glaube ich, noch nicht sein. Vielleicht haben wir dann aber Demon etc. Also wir werden das dann ausschicken. Ihr könnt euch schon natürlich jetzt registrieren, auch wenn das Thema noch nicht hundertprozentig feststeht. Und das ist nochmal, weil ich habe ja eingangs erwähnt, wir haben schon so viele Webinare gemacht, da werden dann nochmal Links drauf für alle unsere Webinare. Wir haben Blogs und die Slides und manchmal auch Videos. Ob es heute ein Video gibt, wissen wir nicht, das wissen wir erst am Ende, das ist immer so ein Zufallsprinzip, manchmal geht es manchmal nicht. Das zu den Vergangenen. Das wäre es jetzt eigentlich an der Stelle. Wir werden noch ein paar Minuten bereit, natürlich, wenn es ein paar Fragen gibt, einfach in den Chat rein. Vielleicht können wir ein paar Fragen beantworten. Ansonsten bedanken wir uns natürlich recht herzlich, dass doch wieder einige Leute da waren, trotz des Fenstertags. Und der Tommy hat, glaube ich, noch einmal eine Umfrage vorbereitet. Ich habe damit ganz kurz eine Umfrage, die gibt es nachdem es gehört hat. Ich weiß nicht. Ganz kurz, habt ihr schon mal Code-Patterns verwendet? Das heißt, verwendet in dem Sinn, ja, ich habe doch schon implementiert, ich habe nur nicht gewusst, dass es so ist. Ja, ich habe zum Beispiel eine Bug-Implementierung gemacht oder ich habe von einem Kollegen irgendwo implementiert gemacht, die auf einem Pattern basiert. Oder nein, wirklich, ich habe es echt noch nie eingesetzt. Darf ich damit machen, oder? Das darf ich damit machen, ja. Ich weiß, mit Hilfe von Patterns.
Ich schreibe meinen Code mit Hilfe von Python C-Soft drauf. Das ist voll cool, ja. Okay, bin ich doch überrascht. Ich hätte geglaubt, dass das ein bisschen mehr ausfällt. Ich bin in die Umfrage einmal. Also ich habe geglaubt, dass das nach dem Webinar jetzt ein größerer Teil sagt, ja, ich habe schon Patterns einmal verwendet oder zumindest irgendwie. Ich habe es mir zum Ansatz, glaube ich, dass auch eine Body-Implementierung schon eine Implementierung eines Patterns ist, ne? Eine Verwendung eines Patterns. Ja. Jeder wird schon mal ein Body gemacht haben, vermutlich. Vielleicht war die Fragestellung nicht so gut, aber ja. Aber das soll das Ziel sein. Wie gesagt, ich bin immer wieder in der Community, wir reden sehr viel über das Thema, aber Units und Code-Patterns ist immer wieder so ein Stiefmütterchen. Jeder Basis ist eigentlich sinnvoll und man schaut her und jeder redet davon. Aber es wird sehr wenig verwendet, einfach im Aber-Umfeld zumindest. In anderen Umgebungen, da ist ein Unit, das ist ja eh State of the Art, nur warum sollten wir das? Genau. Und das ist auch die Initiative, da, warum wir so Webinare machen. Wir wollen das einfach ein bisschen unterstützen oder steigern, dass wir da, das können wir alle gemeinsam machen. Es macht auch keinen Sinn, wenn nur einer Unit-Test implementiert und 91% machen es nicht, dann ist das relativ wichtig. Genau. Besser ein Unit-Test, das kann man, besser A-Pattern zu folgen oder versuchen einzubauen als keine Spaghetti-Code. Also. Und nicht vergessen, es manchmal eignen sich aber keine Patterns. Das ist völlig richtig, völlig okay. Diese Beispiele haben gesagt, da gibt es Möglichkeiten, wo es eignen. Wenn man so ein XML-Chase oder irgendwas macht, dann ist es perfekt. Aber es ist nicht immer notwendig oder sinnvoll, Patterns zu verwenden. Wenn man die Patterns dann kennt und man kennt seine Architektur, dann sieht man irgendwann die Möglichkeit, ach, da macht es jetzt Sinn. Da macht es Sinn, dass es jetzt. So, jetzt müssen wir mal, kannst du mal einen Chat bei dir oder soll ich bei mir schauen? Ja. Auf jeden Fall, alle, die jetzt dann da waren, herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Wir versuchen jetzt noch ein paar Chat-Sachen durchzulesen, wenn es was gibt. Und ansonsten an die Leute, die da waren, danke herzlich und schönes Wochenende und einen schönen Sommer. Wir sehen uns dann noch im Sommer wieder vielleicht, hoffentlich. Genau, danke. Tschüss. Ciao. So, jetzt schauen wir mal. Du musst auch noch mal nachlesen. Das war jetzt am Anfang noch. Nur Spaghetto. Ein Spaghetto. Ein Spaghetto. Ja, nur Spaghetto. Danke an den Max für diese Information. Aber nicht gewusst. Spaghetto. Das ist gleich wie mit den Schnitzeln. Da gibt es einmal die Einzahl und die Mehrzahl. Konfetto. Oder? Ein Konfetto ist ein. Ich glaube, Konfetti existieren einzeln nicht. Das gibt es noch im Backer. Ich bin gerade in einer Klasse dran, vom Mund noch. Gott, da bin ich mir schon ziemlich. Ja. Der erste Schritt, genauso soll es sein. Ganz ehrlich, wir machen auch, wenn ich Coding anschaue von mir ruft, und das ist vielleicht sogar noch ein Monat alt, denke ich mir, oh, hey, was ist denn da drinnen und so weiter, das ist ganz normal. Auch ich, es wächst und wächst und wächst und irgendwann muss man dann Schnitt machen und sagen, okay, jetzt baue ich zumindest mal Single. Nein, das, vielleicht trainiere ich die Grundklasse beim nächsten und so weiter. Also überhaupt ganz normales Doing. Applaus, danke Max. Applaus zurück in die Steiermark. Der Timo fragt, ist das nicht ein Fall, jetzt weiß ich nicht, in welchem Zusammenhang die Frage, ist das nicht ein falscher Factory, Kombination aus deutschen Factory, okay. Kann es kann auch oft sein, dass mehrere Sachen ähnlich sind oder ineinander greifen oder Kombinationen auftreten. In den Büchern ist auch dann immer wieder der Verweis auf verwandte, ähnliche, benachbarte Patterns. Also das habe ich jetzt gar nicht so gemacht, aber natürlich gibt es die ähnlichen Patterns. Wenn man das einsetzt, könnte man auch vielleicht das andere einsetzen oder abhängige Patterns. Aber das ist auch aus meiner Sicht ein gutes Beispiel, dass das alles ziemlich akademisch und theoretisch ist. Ja. Es geht darum, ich habe Interfaces, ich habe dynamische Programmierung, baue man zur Laufzeit oder entscheide erst zur Laufzeit, welche Klassen ich instanziere oder welche Klassen ich verwende. Das ist quasi Pattern. Design. Voll. Und ob das jetzt Factory heißt oder dann doch ganz nicht mehr Factories oder Template-Methoden sind oder. Ja, oder das war der Adapter, glaube ich. Beim Adapter geht es darum, dass man es an Interface, in ein Interface mappt, das Beispiel. Und dann das Klonen von einer Instanz, das kommt ja auch immer wieder vor, so ein kleines Beispiel kommt. Aber wie klont man Instanz? Da gibt es auch Patterns dafür. Muss man nicht selber erfinden, da gibt es einfach Vorlagen, wie man das machen sollte. Man kann sie ja intern, also entweder sei es in der Abteilung, sei es in der Firma, je nachdem wie groß man ist, die eigenen Patterns benamsen. Dann sagt man halt nicht Factory oder Strategy, sondern
nennt es Karl Günther und Herbert. Solange jeder weiß, hinter von was man redet und solange es einheitlich ist, dass jeder ähnlich oder gleich umsetzt, passt es. Es geht immer darum, dass man sich schneller im Coding zurechtfindet und wenn man eine Coding-Stelle sieht oder andere, dass man sieht, okay, das verwendet die gleichen Patterns, ich weiß, worum es geht, ich weiß, wie ich das erweitern kann. Siehst du, ob wir überhaupt noch da sind, oder? Dass die Factory die Entscheidung trifft. Ja, Factory heißt eigentlich eher, dass ich sage, okay, meine Instanzerzeugung ist relativ komplex, weil es nicht nur mit einem einfachen New geht, sondern ich habe meine Instanz erzeugen, dann muss ich eine Methode darauf anwenden, dann muss ich vielleicht die Verknüpfung zu einem zweiten Objekt machen. Deswegen packe ich das Ganze in einen Factory Wrapper für die Unterscheidung dann. Ja, könnte man eine Factory-Klasse drüber setzen. Wäre eine Möglichkeit, dass das Ganze nicht eben im Report passiert. Stimmt. Aber, und wie gesagt, es verschwindet halt dann. Dann ist halt, okay, wenn ich 5 Parameter übergeben muss an einen Konstruktor, dann ist das eigentlich schon ein Factory-Wert. Ich weiß nicht, ob ich in einem Instanzzeug 5 Parameter eingeben würde. Andererseits bei einem Selection, wenn ich über Selection-Screen habe, mit, keine Ahnung, 30 Feldern, die ich im Report auswählen lassen muss. Ist das dann eine Factory? Ist das ein Konstruktor mit Parameterübergabe? Ist es immer noch eine Parameterübergabe, wenn ich das Ganze quasi als Parameter-Table übergebe? Ein Parameter, wo alle Selection-Screens drin sind? Also es ist ziemlich, ziemlich theoretisch und verschwimmt ineinander. Aber um das abzuschließen, glaube ich, das ist genau das Interessante, wenn man sich den Möglichkeiten bewusst ist, gibt es natürlich viele Wege, die noch rumführen oder was auch immer, viele Lösungsansätze, aber man muss ja bei den Möglichkeiten bewusst sein und wenn man sich darüber Gedanken macht, ist die Software sowieso dann an sich schon, glaube ich, gut, wenn man sich damit beschäftigt, über das, mache ich ein Pattern, mache ich dieses Pattern, nein, mache doch kein Pattern, mache Server, das ist das, was man erreichen will, oder? Man muss einfach Gedanken machen für die Implementierung, was bedeutet das dann für die Erweiterungen, für die Wartung und so weiter, was hat das für ein Impact, wenn wir uns die Gedanken machen, findet man die richtigen Patterns oder auch nicht und baut eigene Sachen ein, aber dann ist die Software, glaube ich, besser oder wird besser. Und das ist das Ziel, das wir haben. Wir wollen doch alle Software vorfinden, wo wir uns leicht und dann mal weiter, wo wir nicht dann auf einmal quasi in die Dings reingreifen, wie man so schön sagt, und dann geht nichts mehr und dann ist man auf einmal verantwortlich für dieses nicht gehende Programm, obwohl man heute noch gar nicht mehr war. Das wollen wir alle miteinander vermeiden, das ist das Ziel. Und wenn wir uns einfach Gedanken machen über die Architektur und das ist ein Mittel wieder und die Clean Code Software ist ein Mittel oder Hilfsmittel dafür, aber als Refactoring, dann ist das Ziel erreicht und fertig. So. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir das an dieser Stelle, oder? Dann Max hätte noch einen Rapper lassen an der Stelle gedacht, prüfen wir den Wettkampf. Okay, ja. Passt oben noch eine Frage? Nein, passt. Dann würde ich sagen, herzlichen Dank noch einmal an die noch da waren und ich schicke dann eh noch wieder, wie immer, ein kleines Mail aus mit den Links und mit den Git-Sachen und dann auch die Registrierung vielleicht für das September-Webinar, wenn es jemand jetzt schon machen möchte. Aber wie gesagt, Thema werden wir uns erst im Laufe der nächsten Monate überlegen, wahrscheinlich dann. Was genau, wir haben schon alles zusammen. Okay. Schönes Wochenende. Danke. Danke und schönes Wochenende. Ciao. So, die Aufzeichnung haben wir dann irgendwo.